Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Hallo und herzlich willkommen einer neuen Quizshow. Also, neu weiß ich nicht. Wir spielen das Videospiel Charaktere Quiz. Danken dafür Lucilicious, die uns das eingeschickt hat. Die hat wirklich Svens Posteingang komplett überflutet, glaube ich, mit Spielshows. Ja, wir haben irgendwie mal gesagt, wir brauchen. Also, was heißt wir brauchen? Aber wenn ihr wollt, könnt ihr uns eventuell ein Spielshow oder 50 Fragen oder whatever da und da hinschicken. Und daraufhin sagt es Sven, hey, habt ihr da irgendwie mal was angekündigt? Könnte das eventuell möglich sein? Ja, vielen Dank dafür. Wir spielen heute mit Peter, Dennis und Jonathan als Kandidaten. Es geht darum, den Videospielcharakter gleich zu erraten. Und ich brauche auch nicht unbedingt Vor-, Mittel- und Nachnamen, sondern es reicht mir, wenn ich halt weiß, wen ihr genau meint. Weil teilweise gibt es auch Leute aus, sagen wir mal, Videospielreihen und da gibt es dann auch, solange ich weiß, wer gemeint ist, ist das alles okay. Denn ich kenne auch nicht alle Namen mit Vor-, Mittel- und Nachnamen. Okay. Es wird 10 Tipps geben und pro Tipp wird das Ganze etwas spezifischer. Das heißt, wenn ihr beim ersten Tipp schon erratet, wer das denn ist, dann gibt es direkt 10 Punkte gehagelt, beziehungsweise dann immer einen weniger pro Tipp. Wenn ihr das falsch sagt, gibt es halt einen Minuspunkt, das heißt, es kann fröhlich gedrückt werden. Ja, das ist eigentlich schon relativ schnell erklärt. Ich würde sagen, wir beginnen direkt mit Nummer 1. Ja. Nice. Erster Tipp. Sam Fisher. Schade. Hätte ja klappen können. Alles irgendwas falsch. Ist bei der... Oh, nice. Ja, ist falsch. Ja. Warte mal, da mache ich auch direkt noch hier. Ash Ketchum. Aber, warte mal. Was habe ich denn da gemacht? Nichts passiert. Also, erster Tipp. Das stimmt, den habe ich noch gar nicht vorgelesen. Erster Tipp, der Charakter ist ein guter Jäger. Er hätte ja passen können mit Sam Fisher. Ein guter Jäger. Dennis. Geralt von Riva. Der ist ein guter Jäger, aber den suchen wir hier nicht. Okay. Der Okay. Peter. John Marston. Nee. Okay. Zweiter Tipp. Der Charakter hat keinen festen Wohnsitz. Peter. Arthur Morgan. Arthur Morgan ist komplett richtig und das war bei Tipp Nummer 2. Es gibt daher 9 Punkte, das heißt, du kriegst nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Punkte obendrauf. Ha! Okay. Arthur Morgan aus Red Dead Redemption 2. Der Charakter wurde adoptiert. Der Charakter hatte einen Hund namens Copper. Ist der Protagonist des Spiels, hat eine Narbe am Kinn, ist männlich, benutzt verschiedene Namen, war bei seinem Tod 36 Jahre alt. Das Markenzeichen ist ein schwarzer Spoiler. Hut. Wie viele Fragen gibt es? Spoiler. Es gibt insgesamt 15 Leute, die wir suchen. Ja. Menschen, Wesen. Gucken wir mal. Ja, sehr gut. Nummer 2. Boah, ich hätte jetzt fast vorgelesen. Da steht halt so zweitens und dann ganz fett, wer gesucht ist. Tipp Nummer 1. Der Charakter wuchs in einer Mitte vom Militär geführten Schule auf. Der Charakter wuchs in einer vom Militär geführten Schule auf. Aha. Sam Fisher. Red Sparrow. Wer ist das denn? Wer ist denn Red Sparrow? Ich weiß es nicht. Nummer 2. Der Charakter altert im Laufe der Spiele um circa 5 Jahre. Okay, mehr Spiele. Und kurz nochmal drüber nachdenken, bevor es zu Tipp Nummer 3 gibt. Okay, Tipp Nummer 3. Der Charakter ist für sein bzw. ihr Alter besonders mutig. Dennis. Das macht keinen Sinn. Egal, Ellie. Aus Last of Us. Das macht keinen Sinn. Ja, ich weiß, dass das keinen Sinn macht. Oh, das ist richtig! What the fuck? Ellie. Ich war nur bei dem Alter. Das war die doch. Richtig. Ungefähr 5 Jahre Sinn, gealtert. Die ist in einer Militärschule aufgewachsen? Wuchs in einer vom Militär geführten Schule auf. Teil. In dem Rebellion-Ding in Teil 1, aber dann dachte ich mir, nee, doch nicht. Das gibt 8 Punkte, das heißt. Oh, what the fuck, okay. Ich werde so letzter werden. Nee. Das war beim dritten Tipp. 10 für den ersten, 9 für den zweiten, 8 für den dritten. Ach ja, 8 für den dritten. Boah, Alter, Junge. Das heißt, ich hab 9 stark. Bekommen. Nur 7. 10. What the fuck? 9. Du hast keinen festen Wohnsitz, hast du gesagt. Ja. Du hast 9 Punkte gekriegt. Ja, ne? Okay, geil.
Stark, Bram. Ja, Ellie, ne? Also, Charakter hat Monophobie, die Angst vor dem Alleinsein. Charakter ist weiblich, hat eine Narbe auf der rechten Augenbraue, hat einen großen Verlust erlitten, will sich für eine größere Sache opfern, mag Comics, ist immun gegen ein tödliches Virus. Ellie aus The Last of Us. Holy shit, Alter, ich hätte richtig lang gebraucht. Nummer 3. Der Charakter ist zu Beginn 17 Jahre alt. 17! Yay. 10 Punkte, 10 Punkte abräumen. Nein, keine 10 Punkte, doch. Dennis. Lara Croft. Nee. Aber ist die 17? Ja. Weiß ich gar nicht. Kann sein. Hätte aber sein können. Könnte sein. Passen. So Tomb Raider 1. Es gab ja mal so ein Reboot, wo der gerade stimmt, wo sie quasi stimmt. Da Reboot war die sogar jünger. Nummer 2. Charakter war in seiner Jugend ein Schürzenjäger. Aha. Was ist denn ein Schürzenjäger? Okay, ja, jemand, ein Schürzenjäger ist jemand, der gerne mal Frauen nachstellt, beziehungsweise wahrscheinlich, oder Männern. Wie? Ah. Musst du immer den Namen haben, oder reicht dir auch, wenn ich den genau beschreibe aus dem Spiel? Du kannst mir den auch genau beschreiben. Wenn ich weiß, wen du exakt meinst, dann... Okay, ja. Ich meine exakt den Hauptcharakter aus Monkey Island. Guy irgendwas Guybrush heißt Threepwood heißt der. Genau, da wusste ich den Nachnamen nicht mehr. Ist aber falsch. Okay. Wer war denn Schürzenjäger? Fuck, 9 Alter. 9 Punkte, 17-jähriger Schürzenjäger. Gehen wir zu 8 Punkten. Charakter hat 3 Geschwister. Okay, pass auf. Der Larry aus Leisure Suit Larry. Peter, der war sein ganzes Leben lang. Als ob die solche, als ob die da so krasse Tiefe. Ja, keine Charakter, Ahnung, ich weiß nicht, wer das ist. Fände ich mit 17 Dinger auch ein bisschen schwierig, muss ich sagen, weil geht halt nicht die ganze Zeit darum, dass er irgendwie geil auf irgendwelche Leute da ist. Ich kenne die Spiele. Ja, Leisure Suit Larry geht's halt um, dass er ein Loser ist, aber eigentlich bei Frauen landen will. Okay, 3 Geschwister. Wir zu 7 Punkten. Fuck, Alter. Und das dürfte dann relativ offensichtlich. Charakter ist männlich. Gut, ne? Ja, okay. Habe ich fast mir schon gedacht. Seid ihr jetzt weiter? Glaube ich nicht. Dann gehen wir direkt zu 6 Punkten. Charakter hat eine Schwester, welche sich um seine Finanzen kümmert. What? Okay, ich sehe schon, ihr seid da irgendwie... 6 Punkte. Jetzt kommen wir schon ein bisschen näher ran vielleicht. Der Charakter wurde 1459 geboren. Scheiße, what the fuck ist denn das? 5 Punkte. 5 Punkte gibt's dafür noch. Das ist der Hauptcharakter von Kingdom Come Deliverance. Ah, wie hieß denn der nochmal? Keine Ahnung. Nein. Keine Ahnung, aber... Heinrich! Okay, also, hätte ja sein können. Aber ich glaube, Heinrich war früher. Der müsste so 1100 oder so, oder 1200 oder sowas sein. Okay. Ne? Ich bin komplett 1400? Lost, Alter. Wo spielt man überhaupt eine Figur, die so früh geboren wurde? Ja. Vielleicht Kingdom hilft Come, dir der nächste Tipp, für den es noch 4 Punkte gibt. Warte mal, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ja, 4 Punkte gibt. Denn der Charakter spricht fließend Französisch und Italienisch. Jay. Enzo. Assassin's Creed. Ferrari oder was? Assassin's Enzo Creed. Ferrari. Heißt der nicht Enzo, Auditore, irgendwas, Differenze? Differenze. Ach, danke schön. Ezio heißt der. Der heißt Ezio und aber keine Assassin's Ferrari. Assassin's Creed gibt's auch ganz viele Teile. Ja, aber Differenze, heißt Auditore. Ezio, du hast ja gesagt, Auditore da Firenze. Er heißt Ezio Auditore da Firenze. Dafür gibt's dann 4 Punkte. Du hast einen bekommen. Er heißt nochmal 1, 2, 3 obendrauf. Sehr schön. Shit, Alter. Charakter ist Teil einer Spieltrilogie, hat den Papst getroffen und ist Freund von Leonardo da Vinci. Also im Spiel. Ja. Ich weiß nicht, ob in echt auch, aber. Vielleicht. Alter, das war sehr, sehr. Das war schwer, ja. Nächste. Gucken wir mal. Auch nicht so leicht, glaube ich. Ja, egal. Aktueller Punktestand ist übrigens 15 Punkte für Peter, 12 für Bram, 10 für Jay. Alles drin. Wir kommen erst zu Nummer 4. Okay. 10 Punkte für. Der Charakter studiert die Geschichte einer untergegangenen Kultur. Ja, genau.
Bestimmt Peter. Nathan Drake. Na klar. Ja, ich sag einfach mal Nathan Drake. Niemals. Ach, Peter, weil der studiert auch nicht. Der studiert auch nicht. Dennis. Lara Croft. Lara Croft. Viel zu Billow. Viel zu Billow. Nee, 10. Jay, willst du auch noch einen? Sonst nee, ich glaube einfach nicht daran, dass das zu, so ein. Also so offensichtlich kriegst du nicht einen Nathan Drake oder Lara Croft-Tipp. Also die Richtung von Dennis war insofern richtig, denn für 9 Punkte kann ich euch sagen, Charakter ist weiblich. Studiert die Geschichte einer untergegangenen was? Kultur. Kultur. Kerrigan. Jay. StarCraft. Ach so, yo. Nee. Oh, yo. Musst du kurz überlegen, wer Kerrigan nochmal war, aber hey. Nee, ist falsch. Sonst gehen wir zu 8 Punkten. Der Charakter ist eine promovierte Archäologin. Ich könnte auch sagen, sie ist eine promovierte Archäologin. Ey, mach doch nochmal Lara Croft. What the fuck, Alter? Ich weiß nicht, ob Lara Croft promoviert ist. Peter. Die Hauptfigur aus Beyond Good and Evil. Nee. Okay. Ich überlege gerade überhaupt weibliche Videospielheldin. Okay. Dennis. Ja? Die blaue Wissenschaftlerin aus Mass Effect. Ich weiß leider nicht, wie die heißt. Oh, Liara. Yasari. Liara Zoni. Oh, das war richtig. Oh mein Gott. Ich habe tatsächlich an Shepard gedacht, dachte mir so, was ist eigentlich, wenn es einen Charakter gibt, der männlich und weiblich sein kann? Da bin ich gerade hängen geblieben und dann kam es dran mit Liara an. Das ist eine Sache. Scheiße, aber Alter. Vollkommen richtig. Gibt noch 8 Punkte, also einen habe ich dir gegeben, plus 7. Ist nicht der Protagonist, handelt mit Informationen, Kopf einer Organisation, ist zu Beginn 106 Jahre alt. Trotz des augenscheinlich hohen Alters würde man den Charakter eher als jung bezeichnen, hat telekinetische Fähigkeiten. Die Haut ist blau. Damn, Son, Alter. Aber nice. Und die verspeisen Männer. Oh, und da hast du Peter auch noch drin geschlagen. Echt? So ein Muff-Effekt. Ja, nur die Bösen. Stimmt, das Liara ist die Peter immer als erstes geknickert hat. Alter, Liara ist meine. Die habe ich über die komplette Trilogie als meine Frau behalten oder Freundin. Echt? Immer? Ich glaube, zwischendurch hatte außer beim ersten Mal. Jack. Jack war das bei. Mit Glatze, wa? Ja. Wie war das bei Andromeda, ja. Peter? Alter, hast Andromeda. Du die da auch behalten? Die komplette Trilogie hat er doch gesagt. Mehr gibt es doch gar nicht vom Mass Effect. Ja, genau. 2, 3 und 4, oder? Meist das ist doch die komplette Trilogie. Ja, ist genau wie bei Scrubs, da gibt es auch nur 8 Staffeln. Ja, richtig. Ja, schön, schön, schön. Also, kommen wir zu Nummer 5. Der Charakter für 10 Punkte hat mehrere Länder bereist. Komm, oh. Okay, komm. Ist schon mal nicht Andy. Lara Croft. Scheiße. Nein. Das ist leider nicht richtig. Aber er gibt ja auch immerhin 10 Punkte, ne? Das ist schon sehr vage. Also es hat noch niemand Nathan Drake gesagt, kann ich dir verraten. Nein, aber ich würde nur sagen, Nathan Drake geht auch noch. Ich sag Nathan Drake. Oh nein, Peter, das ist falsch. Das ist falsch, ja, okay. Natürlich. Für 9 Punkte würde ich euch mitgeben, dass der Charakter magiebegabt ist. Okay. Da wäre Nathan jetzt, glaube ich, eher so raus. So früh und dann soll es Harry Potter-Universum sein. Krass. Jay. Ich weiß nicht, ob das zählt, aber ich sage einfach trotzdem nochmal Geralt. Oh ja. Wieso sollte das nicht zählen? Also, ja, Magie ist so eine Sache bei. Ach so, ja, Hexer. Okay. So, der ist jetzt ja kein Magier, aber der kann natürlich halt auch noch. Aber das ist ein Hexer. Meinst du die Zeichen? Yennefer sein. Nein. Von Vengergard. Okay. Ja, Triss ist es nicht. Bin ich mir ziemlich sicher. Komm, drück. Okay, dann gehen wir zu 8 Punkten. Charakter hat keinen Respekt vor höheren Autoritäten. Dieses ist nicht Triss. Es war Yennefer, verdammt. Respektiert es hätte immer noch Geralt sein können. Es hätte immer noch Geralt sein können, aber es verdammt. Ist Mehrere Länder bereist, ist magiebegabt, hat keinen Respekt vor höheren Autoritäten. Boah, ich habe so ein paar im Kopf. Ja, okay, dann vielleicht grenzen wir das mit 7 Punkten ein bisschen ein. Charakter machte eine handwerkliche Lehre. Okay. It's Jesus.
Eine handwerkliche Kerze. Ja, stimmt, jetzt ohne Zahn. Das könnte eigentlich Jesus sein. Es gibt kein AAA Jesus Game, oder? Warum eigentlich nicht? Ich meine, es gibt keine Ahnung, wie viele Milliarden Christen auf dieser Welt. Warum hat das eigentlich noch keiner gemacht? Es gibt auch keins mit Mohammed, oder? Also, ich meine, das wäre, glaube ich, eins. Das wäre, glaube ich, ein bisschen kompliziert. Also, weil doch, in Final Fantasy sind zumindest so buddhistische oder indische oder so mit Shiva. Ja, und okay, also Religion drin, und so kommt vor, klar. Aber also ich glaube, von also so Mohammed als Videospielcharakter ist, glaube ich, eher schwierig. Du sollst ihn ja nicht zeigen. Abbilden. Du sollst, ja. Aber bei Jesus, Peter. Ich sag, der Held der Gothic-Serie. Meinst ich? Ah ja, handwerklich hat leere, scheiße. Handwerklich ja, hab ich vergessen, ja, scheiße. Der ist richtig krass. Fuck, Alter. Ja, trotzdem komplett richtig. Ich weiß nicht, was es für eine handwerkliche Lehre war, aber pass auf, die 7 Punkte, dann heißt du, Chris, 1, 2, 3, 4, 5, noch 6 dabei. Hat mehrere Länder bereist. Achso, nee, die hatten wir alle. Der Charakter ist männlich. Du musstest in Gothic 2 musstest du eine handwerkliche Lehre machen. Und zwar beim Schmied. Ja, nicht unbedingt, kannst auch beim Bogenschützen. Konntest auch zu mit dem Alchemisten hier, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Aber ja. Als ob. Ist männlich, wird steckbrieflich gesucht, trägt Bart und einen Zopf, hat einen Mentor, ist ein erfolgreicher Drachentöter und hat keinen Namen. Da wäre ich später drauf gekommen. Aber stark, Pidi. Ja. Da habe ich mir gedacht, boah, jetzt gut bei der 5. Der namenlose Held ist halt nicht zwangsläufig Magier, ne? Nee, aber deswegen er ist auf jeden Fall Magier begabt. Also er kann Magier werden. Ja, ja. Gut, dass bei der 5 Sepp nicht dabei war und sein Haus noch baut, der Herr. Ja, der hätte sich aufgeregt. Der hätte sich aufgeregt. Also, ey, dafür hatte der mit Ezio ziemlich viele Vorteile, ja? Stimmt. Aktuell punktgleich. Jay kann aber mit einer Easy noch daran kommen, denn wir sind erst bei der Nummer 6. Und für 10 Punkte würde ich euch mitgeben, dass der Charakter Amerikaner ist. Tja, kann ja quasi nur einer sein. Ja, echt mal. Lara Croft, oder? Ja, Nathan Drake ist es, Junge. Oder ist würde theoretisch auch Super Mario gehen? Ja, Lara Croft ist Engländerin, stimmt. Ist Super Mario eigentlich offiziell Asiate? Japaner? Ich hätte gesagt, er ist Italiener. Italiener, it's a me. Ah, ja, stimmt, er ist der Italiener. Stimmt, er ist kein Japaner. Naja. Hey. 9 Punkte. Der Charakter hat keine besondere Verbundenheit zu seiner Familie. Okay, das sind immer sehr viele. Das ist noch sehr so ein weinerlicher Typ, der die ganze Zeit sagt, ich mag meine Familie nicht. Oder so. Naja. Für 8 Punkte. Der Charakter wuchs in einer wohlhabenden Familie auf. Guck mal, das wusste ich gar nicht. Ja, scheiße. Jay. Batman. Batman, nee. Dann hätte Chris also gewusst, dass er in der wohlhabenden Bruce Wayne, Familie. Ja, okay. Nee, Bruce so, Wayne nicht. Okay. Habt ihr übrigens den Trailer gesehen? Hier, Alter, also hier, Na klar. Was ist da noch? Robert Pattinson. Ich hab so Bock auf diesen Batman. Das sieht badass. So cool. Ich finde, der sieht cool aus, ja. Ein Comic-Kollege von mir hat mir übrigens erzählt, das ist so einer der ersten Batmans, also der hat halt keine Ahnung und ist aus so einem Universum, wo der kein Training vorher gehabt hat. Deswegen rennt er auch einfach in Kugeln rein und so ein Kram. Also wird richtig nice. Ja, egal. Aber wir sind hier nicht bei Batman. Das war leider falsch. Und ich würde euch für 7 Punkte mitgeben, dass der eine Brandnarbe hat. Der Amerikaner, der keine Verbundenheit zu seiner Familie hat, die allerdings wohlhabend war, aber er hat eine Brandnarbe. Die kenne ich. Ja, da gehen wir zu 6. Würde euch auch nicht so krass helfen, denn der Charakter ist männlich. Brandnarbe, Mann, ey. Da dachte ich mir komischerweise bei Brandnarbe schon. Ah, interessant. Ja. Frauen können nicht brennen. Doch. Da können die das. Aber ich dachte, wenn ich ein Computerspielentwickler das macht, was er bisher gemacht hat. Ja, weiß ich gerade nicht. Naja, also, für 5 Punkte sage ich euch, dass der mit seinem besten Freund zusammenarbeitet. Scheiße, Alter, ich weiß auch überhaupt nicht, in welche Richtung wir gerade gehen. Ich auch gar nicht. Ich finde es auch echt schwierig gerade, muss ich zugeben. I'm early. Bist du early, ja.
Dann für noch 4 Punkte. Er hat außergewöhnliche kämpferische Fähigkeiten. Kämpferische Fähigkeiten. Sagst du? Nee. 3 Punkte. Der Vorname lautet David. Copperfield. David? Vielleicht. Oder David. Nee, David. Ist ja Amerikaner. Peter. Solid Snake. Nice. Oh. Yes. Ich hätte nicht mal gewusst, dass der David heißt. Ja. Ich nie drauf der Charakter gekommen. Ist Raucher und arbeitet als Söldner. Wobei man nicht, das noch nicht weiß, oder der gibt sich doch nur als David Pliskin aus. Ne, hat der, ist nicht sein richtiger Name David? Ist denn richtig? Wird das Release so, revealed David so noch? Pliskin? Kann natürlich auch sein, dass ich mich da jetzt gerade vertue. Der war schwer. Aber dann wär die Aussage trotzdem ja richtig, dass sein Name David ist, aber deswegen war das so geil um viele Ecken gedacht. Das war direktes Lob für Peter. Weiß man einfach nicht. Also das, ja, was man weiß, ist David dann sozusagen. Das hatte ich auf jeden Fall im Kopf. Ich meine, er sagt, er hat irgendwo in Metal Gear Solid 1 sogar schon, dass er David heißt. Aber ich kann mich nicht an irgendeinen Nachnamen erinnern. David! Ich wusste nicht, dass er bei einer reichen Familie aufgewachsen ist. Da hatte ich keine Ahnung. Das wusste ich David? Auch nicht. David! Also auch David! Ah ja. Die 7. Es ist nicht Peter, ja? Okay. Der Charakter trägt überwiegend schwarz. Nein, Peter. Er ist Bayonetta. Wer ist denn? Nein. Dennis. Der Hauptcharakter aus Deus Ex. Wie hieß der? Adam irgendwas. Nee. Ja, ich weiß exakt, wie du meinst. Ich weiß, Adam... Ja. Können wir wieder dir trägt aus. Der letzte Teil war ziemlich cool. Meistens schwarz. Ist, ja, aber Charakter trägt meistens schwarz und ist nicht die Spiele, die ihr gerade gesagt habt. Gut. 9 Punkte. Schade. Der Charakter ist etwa 2 bis 3 Jahre alt. What? Jay. Lucius. Lucius? Bessert. Es gab mal so ein Spiel, wo du ein Kind spielst, wo du deine Eltern umbringen musstest, wo du das Kind vom Teufel warst oder sowas. Das habe ich mal let's played. Yo! Ist das Messiah? Alter Schwede. Nee. Messiah war das von David Perry oder wie der hieß? Nee, wie hieß der noch? Hä, 2 bis 3 Jahre alt? Was soll's denn sonst sein? Aber ich kann mich nicht daran erinnern, was Jay meinte. War, der Charakter oder das Spiel ist 2 bis 3 Jahre alt? Nee, der Charakter. Charakter wie, ist etwa was war der erste? Ah, er trägt schwarz. Der erste war überwiegend schwarz, der zweite... Ja. Etwa 2 bis 3 Jahre alt. 7 Punkte gibt's noch, wenn ich euch mitteile. Der Charakter wiegt ungefähr 150 Kilo. Schon ordentlich mit 2 bis 3 Jahren. Scheiße. What? Trägt überwiegend schwarz, 2 bis 3 Jahre alt, wiegt ungefähr 150 Kilo. Ja, wir steigern uns da so ein bisschen, ne? Also... 7 Punkte, sage ich euch. Ja. Der Charakter ist eine weibliche Person. Peter. Ich tippe auf 2B von Bumsi hier. Ne, 2B heißt die. Gar 2B. Ist das nicht irgendwie eine Creme? Ist denn 2B? 2B oder not 2B oder was? Naja, hier von dem japanischen, von hier Nier Automata. Bam, Junge! Richtig! Ah. Das sind 7 Punkte für Peter. Also die ist nämlich ein Roboter. Spoiler Alert. Deswegen ist sie auch so schwer. Charakter benutzt ein Schwert, hat Gastauftritte in Spielen wie Soul Calibur, Star Ocean und Final Fantasy 14. Ist kein Mensch, tötete seinen besten Freund 48 Mal, bitte was. Hat eine Zahl im Namen, Spoiler ist ein Android. Da war stark. Da hätte ich das nicht gewusst, aber ich habe auch, okay. Hab auch nie gespielt. Na gut. Damit geht Peter hart in Führung mit 39 Punkten, 29 für Bram, 17 für Jay. Danke. Nummer 8. Oh, wir haben wieder. Charakter ist ein Frauenheld. 10 Punkte gibt's dafür. Ja, komm, ich Peter. Muss es probieren, Larry.
Nee, ist nicht Larry aus Leisure Suit Larry. Okay. Der Charakter ist ein Frauenheld. Neun. Ja. Geralt. Nee. Okay. 9 Punkte. Der Charakter stand kurz davor, gehängt zu werden. Kurz davor. Der Frauenheld. Kurz davor, gehängt zu werden. Gehängt, am Strick. Tot. Durch, ja? Der Barde bei The Witcher. Ich habe gerade den Namen vergessen. Rittersporn. Der heißt Julian Alfred Pankratz. Alias Rittersporn. Bäm! Das sind 9 Punkte für Peter. Unfassbar, ey. Ja, es ist unschaffbar. Krass. Charakter studierte Musik, ist männlich, der beste Freund des Protagonisten, lehrte als Professor an einer Akademie, kann Laute spielen, kommt in mehreren Spielen, Büchern, Comics sowie Verfilmungen vor, ist ein Poet und eröffnete ein Kabarett. Und viereckig. Und viereckig. Quadratisch not praktisch bad. Gut. Da war nice. Also Rittersporn aus The Witcher, beziehungsweise The Witcher 3. Alles nice. Holy shit. Führung ausgebaut. Nummer 9. Für 10 Punkte sage ich euch, der Charakter ist ein begabter Kampfkünstler. Ja, okay. Gibt's nicht so viele. Ja. Zum Glück. Naja, gut. Lara aber vielleicht Croft. Bei nur. Hey. Ja, ist sie begabt? Die hat eher die Zeigefinger, weißt du? Bam, bam. Ja, also. Genau. Für 9 Punkte. Charakter ist Anfang 20. Ram. Ist der Ryu aus Street Fighter? Ryu, ah, nee. Boah, es gibt viele Figuren aus Kampfspielen, holy shit. Wenn das denn überhaupt ganz ist. Ganz ja, wenn das überhaupt ist, das stimmt natürlich. Wenn das überhaupt ist. Nee. Komm. Dann gebe ich euch die 8. Okay. Ich nehme noch Eddie aus Tekken. Alter, da musste ich auch dran denken. Wenn das jetzt Eddie ist, ne? Nee, das ist nicht Eddie. Okay. Aber nice. Vielleicht kommt es auch ungefähr hin. Wobei, es könnte ein bisschen früher sein. Also für 8 Punkte gebe ich euch nämlich noch mit. Charakter hatte 1997 sein Videospieldebüt. Aber ist nicht Eddie. Und ich glaube, Tekken war ein bisschen früher, oder? Ich glaube auch. Oder war Tekken 1 PlayStation 1? Uff, Alter. Nee, oder? 97. Das war nicht noch früher, glaube ich, oder? Der Tekken 1 war PlayStation 1. Eben. Also das würde ja 6. Dann wäre doch ein bisschen früher. Na egal, aber das ist nicht Eddie. Begabter Kampfkünstler, Anfang 20, 97, sein Videospieldebüt für 8 Punkte. Er ist auf jeden Fall niemand aus Street Fighter. Das ist richtig. Ich kann euch sagen, es ist auch niemand aus Tekken. Soul Calibur. Einfach. Ja, okay, also 7 Punkte. Besagten, das kennst du schon ein bisschen mehr ein, denn der Charakter ist Mitglied einer Widerstandsbewegung. Okay. Begabter Kampfkünstler, Anfang 20, 97 Videospieldebüt, Mitglied einer Widerstandsbewegung. Jay. Es kann aber nicht Cloud sein, oder? Es ist nicht Cloud. Oh. Schade. Aber nice. Weiß nicht, ob der Kampfkünstler gewesen wäre. Ja, gut, mit seinem Schwert kann er schon gut abgehen. Theoretisch schon. Für 6 Punkte teile ich euch mit, dass der Charakter sehr lange Haare hat. Nee, scheiße. Peter. Fuck! Ja, tut mir leid, ich sag Bayonetta. Nee. Jay. Sephiroth? Nee. Sehr lange Haare. Sehr lange Haare. Was? Damn it, Alter. Ich weiß noch nicht mal, ob wir über Frau oder Mann reden. Ja, Dennis? Tiefer? Alter, wer bitte voll was? Bei Final Fantasy unterwegs. Ja, ich bin auch bei Final Fantasy, aber die das macht kann, dieses Kampf. Das kam akustisch nicht. Also tiefer. Tiefer, ja. Tiefer ist richtig. Oh tiefer mein Lockhart. Gott, Final Fantasy war korrekt. Oh mein Final Gott. Final Fantasy war korrekt. Final Holy Fantasy 7. Shit. Ich habe auch tatsächlich ein bisschen, ich habe gerade kurz überlegt, den nächsten Tipp abzuändern, damit ihr auf weiblich kommt.
10, 9. Ja! 5, das ist nicht mein Ziel. 6 Punkte für Dennis, das heißt, es gibt noch 1, 2, 3, 4, 5 oben drauf. Denn der nächste Tipp wäre gewesen: trägt die meiste Zeit Handschuhe, gründete einen Kurierdienst, ist der bekannteste. Ist eine der bekanntesten Frauen der Videospielgeschichte, ist in den Protagonisten des Hauptspiels verliebt und als letztes besitzt eine Bar. Also ich glaube, da wäre man dann schon drauf gekommen mit der Bar. Spätestens. Aber stark. Damit kommt Bram auch wieder an Peter ran. Geh weg. Wir sind erst. Wir kommen jetzt zu Nummer 10, das heißt, wir haben noch 6 vor uns. Und für 10 Punkte sage ich euch, dass der Charakter auf einer Insel lebt. Mhm. Da gibt es nicht so viele, glaube ich. Also schon einige, aber nicht unendlich. Der komische Jay. Typ von Monkey Island. Guybrush Threepwood. Guybrush Deepthroat oder sowas. Nee. Ich weiß gar nicht. Doch, der lebt. Lebt der auf einer Insel? Boah, keine Ahnung. Ich dachte nur, er wäre ein Pirat. Schiff, oder? Ja, ja, klar. Also, die sind auf jeden Fall auf Insel. Auf einer einsamen Insel oder auf einer Insel? Naja, das steht nur, lebt auf einer Insel. Alter, England ist eine Insel, nix. Bram. Sag Lara Croft. Sag du doch Lara Croft. Oh, stimmt. Lara Croft. Lara Croft ist absolut falsch. Ich drücke jetzt einfach die ganze Zeit. Macht das, denn für 9 Punkte sage ich dir noch, der hatte seinen ersten Auftritt 1981. Alter. Lebt auf einer Insel und hatte seinen ersten Auftritt 1981. Ne? Keine Ahnung. Okay, Dennis? Donkey Kong. Kann ein Instrument spielen, ist der Erzfeind eines Königs, ein Entführer, männlich, trägt nie Schuhe, besten freundlich, meistens eine Kappe trägt, ist kein Mensch und trägt Krawatte. Es ist Donkey Kong. Holy shit, Bram, Alter. Das sind 9 Punkte. Nice. Oh, Peter. Wird eng. Kommen wir dann noch näher ran. Krass. Also mit 81, ja, der grenzt ja schon ganz gut ein, aber welches Instrument spielt denn Donkey Kong? Keine Ahnung. Ach, spielt er nicht immer die Drums oder sowas, wenn er da der Böse ist? Das kann sein. 1981 hat mir gar nicht geholfen. Ich war immer noch bei der Insel und dachte, wer lebt auf einer Insel? Der schlägt doch immer auf die Fässer und so. Jo. Sehr gut. Das war eine starke Nummer vom Ram. Mhm. Kommen wir zur Nummer 11. Erster Tipp. Gleich Lara 10 Croft. Punkte. Nein. Okay, also 10 Punkte. Der Charakter ist impulsiv und manipulativ. Jay. Also ich würde dir zusprechen, dass du impulsiv bist. Manipulativ glaube ich jetzt eher nicht bei Jay. Das kann nicht gut sein, wenn ich möchte. Bist du denn eigentlich ein Videospielcharakter? Ja, Secret Hitler. Klar. Hab ich mitgespielt. Ja, da bringst du die selber ein Videospiel. Wir suchen hier aber nur Spiele, Wahnsinn. Die Ja, nein, das war ja auch nur ein Spaß. Ja, egal. Ich habe auch, der Jux wurde auch viel belacht. Ja, ja. 9 Punkte. Also, was ist der manipulativ und was war das andere? Impulsiv. Und für 9 Punkte sage ich dir noch, der ist spielbar, allerdings nicht der Protagonist des Spiels. Und es gibt einen Protagonisten. Aber er ist nicht spielbar. Aber er ist impulsiv und manipulativ. Du hast nicht gerade gesagt, er wäre teilweise spielbar, aber nicht der Protagonist? Ja, er ist spielbar, aber nicht der Protagonist. Sorry. Naja, für 8 Punkte sage ich euch noch, dass der 1988 in Texas geboren wurde. Der Charakter. Wir gehen immer von dem Videospielcharakter aus, deswegen, ich kürze das mal ab. Impulsiv, manipulativ, spielbar jedoch nicht der Protagonist, 1988 in Texas geboren. Niemand? Okay, für 7 Punkte sage ich euch noch schnell hinterher, ist männlich. Toll. Cool. Okay, cool. Dann für 6 Punkte, vielleicht macht es jetzt Klingelingeling, denn der eigentliche Name des Charakters lautet Robert. Der eigentliche Name? Hm.
Impulsiv und manipulativ, spielbar, nicht der Protagonist, 88, in Texas geboren, männlich und der Name lautet Robert, der eigentliche Name. Puh. Dann gehen wir zu 5 Punkten. Der Charakter saß bereits im Gefängnis. Peter. Der Bruder von Nathan Drake, sag ich mal. Welcher? Welcher? Der hat er mehrere? Scheiße, den mal den vierten. Nein, keine Ahnung. Okay. Das ist falsch. Ich hab da nicht gespielt, Peter. Aber ich weiß, wie du meinst, aber nee, den suchen wir nicht. Ich weiß noch nicht, wie der heißt. Ja, der ist auch älter, nee. Glaube ich. Das ist kein Uncharted. Fuck, Alter, dieses ist spielbar, aber nicht Hauptfigur, ist schon echt übel. Für 4 Punkte gebe ich euch noch hinterher. Der saß zwar im Gefängnis, aber er ist ein Rebell. Ich saß ja deswegen im Gefängnis. Deswegen saß der auch im Gefängnis. Das gebe ich kostenlos obendrauf. Boah. Ist bisher auch echt schwierig, muss ich sagen. Nein. Boah. Für 3 Punkte gebe ich euch noch mit, also 3 Punkte kriegt ihr noch, wenn ihr mir sagt, wer das ist. Der trägt Dog-Tags um seinen Hals. Mhm. Das machen auch gar nicht so wenige Leute. Ja. Ausnahmsweise auch kein Call of Duty, aber hey. Scheint nicht viel zu helfen für 2 Punkte und jetzt bitte die Hände an die Mäuse, denn der Charakter ist Musiker. Bitte was? Jo, jetzt wurde Zachs. Ja, also, absolut. Also jetzt dachte ich mir, okay. Was? Ne? Immer noch nicht? Na gut. Oh! Ja! Moment, Dörf Leih, ist es der Joker? Hä? Nee. 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 Vergiss, keine Ahnung, Alter, ich war so drin. Ich musste an Jared Leto, wie auch immer. Leto, ja, ja. Und das sind nicht so im Filmcharaktere, Quill. Ja, ich weiß, aber ich bin halt gesprungen und deswegen. Ja, der Joker ist ja auch ein Videospielcharakter irgendwo, aber nein. Er ist Musiker. Okay, pass auf, dann gebe ich euch noch einen Punkt und sage euch, der verlor seinen linken Arm im Krieg. Aha. Kennen wir noch nicht. Und der linke Arm wurde durch einen Metallarm ersetzt. Dennis. Der Charakter in Cyberpunk von Keanu Reeves gespielt. Dankeschön, Johnny Silverhand. Oh mein. Ja gut, da fällt man als Spiel mal spielen müssen. Gott. Der ist Musiker. Ja gut, ist mir ja nicht peinlich. Ich habe das Spiel noch nicht gespielt. Ja, das ist Robert. Also, dachte ich mir, ja, das könnte man wissen. Das wird im Spiel genannt. Aber der Rest passt auf viele Sachen. Deswegen fand ich es echt schwer. Aber der hieß Robert? Ja. Hieß der nicht anders? Heißt der nicht ihr Johnny Silverhand heißt er. Ja, genau, Johnny heißt nicht Johnny Silverhand. Man könnte sagen, Johnny Silverhand ist ein Künstlername von Robert John Linder. Ich warte immer noch auf die Patches, die das Spiel geil machen. Ja, bis nächstes Jahr Ich glaube, die sind mittlerweile schon da. Also es gab ja auch den ersten Content-Patch schon. Also wo irgendwie so ein DLC. Jetzt gibt es Waffen im Spiel, Jay. Ich glaube, ich würde noch nie erwarten. Das sagst du mir schon seit 2 Jahren, Peter. Also, kannst du natürlich machen, aber ich glaube, als Consolero würde ich da länger warten als PCler. Weil ich dann auf jeden Fall. Fuck, Alter. Ja, komm, der eine Punkt. Ich habe vorher noch gesagt, falsch, weißt du. Ich glaube, Miles ist gerade eine kleine Träne die Wange. Ich glaube auch. Tut mir leid. Aktuell aber immer noch knappe Führung für Peter, 57 zu 55. Aber der ist ja nur Level Designer. 24. Ne? Und nicht Charakter. Das stimmt, Designer. Der weiß natürlich Senior überhaupt Level nicht, Designer. Wer da, Entschuldige, wer da bitte. Spiel vorkommt. Ah, ja. Das merkst du dir, aber nicht die Spiele, die er da kreiert, ne? Toll, Peter. Ja. 4 haben wir noch. Das heißt, theoretisch kann Jay auch noch easy gewinnen. Ja, klar! Wir kommen zur 12. Easy. Der Charakter wuchs. Lara Croft! Nein! Irgendwann wird Lara Croft jetzt kommen. Du hättest nur kurz zuhören müssen, denn dann hätte ich dir gesagt, der Charakter wuchs in Wäldern auf. Für 10 Punkte. Jetzt Mowgli. Tarzan. Nein. Ah. Tarzan würde ich eher den Film zuordnen, beziehungsweise der Disney. Ja, Tarzan gibt auch ein Videospiel. Ja, aber wir haben, ja, ja. Also ich glaube, wenn ich mir die Liste so angucke, dann kommen die eher
erst in Videospielen vor und wenn, dann überhaupt in Filmen. Also so Donkey Kong. Wer wuchs denn in fucking Wäldern auf? Was ist das denn schon wieder? Ja, Peter, das ist halt die Frage, ne? Das ist der Hauptcharakter von The Hunter. Nee. Nee. Also der namenlose Held aus Gothic. Der namenlose Held aus Gothic ist, wenn ich mir das so angucke, der einzige, der keinen Namen hat. Ja. Er hat einen Namen. Ich sag ja auch nicht, dass der Charakter von Forrest keinen Namen hat. Ich kann dir aber für 9 Punkte sagen, dass der Charakter 3 Geschwister hat. Na klar, Ezio, Nicora, Deferenze. Ja. Busch, Enzo, Gras Ferrari und Wood. Nee. Das ist hier Deep Throat, ist das. Skybrush, Deep Throat. Ich bin gerade am Überlegen, ich kenne nur ein Geschwisterchen. Ey, das ist schwach. Aber ich glaube, wenn ich die anderen lese, vielleicht kenne ich die dann auch. Naja. Also, 10 Punkte, wuchs in Wäldern auf. Wir sind aber bei 9 Punkten, hat 3 Geschwister. Scheint keiner drauf zu kommen, deswegen sage ich euch für 8 Punkten. Der Charakter ist gestorben. Das ist aber traurig. Okay. Okay. Kurze Zeit habt ihr gehabt. 7 Punkte, der Charakter ist weiblich. Wuchs in den Wäldern auf. Sie hat 3 Geschwister, sie ist gestorben und sie ist weiblich. Wow. Naja, gut. Ja. Merkst du selbst, ne? Ja, 6 Punkte dann vielleicht. Die ist als Boss bekämpfbar. Okay. Die wuchs und danach ist sie wohl tot. 3 Geschwister, ist gestorben, ist weiblich, ist als Boss bekämpfbar. Na gut, vielleicht bei 5 Punkten. Sie ist deine Königin. Die heilige Spinnenkönigin. Nee, nicht der Papst. Hä? Wuchs in den Wäldern auf, hat Peter. Also, das ist jetzt zwar ein Joke gewesen von Bram, aber ich sag jetzt mal, die... Ne, die ist keine Königin. Ne, der Spinnenboss aus Dark Souls 1, aber... Was? Ja, den meinte ich nicht, Peter. Killag. Ja, genau, aber ich glaube, ja, die wuchs in Wäldern auf, na klar! Ja, keine Ahnung. Gut kann er sein, aber es ist falsch. Aber Dark Souls Maleficent. Maleficent? Nee, nee. Ah, gibt's da Videospiel zu? Weiß ich nicht. Zumindest ist sie als Boss bekämpfbar. Muss ja nur ein Charakter sein. Also sie wuchs in Wäldern auf, hat 3 Geschwister gestorben. Kingdom Hearts. Gestorben, ist als Boss bekämpfbar, eine Königin. Und für 4 Punkte gebe ich euch mit. Im Deutschen ist sie auch unter dem Titel Dunkle Fürstin bekannt. Dennis. Sylvanas Windrunner. Da habe ich den Zeiger direkt schon auf die Antwort war korrekt gedacht, gemacht, weil ich dachte, du wüsstest das. Aber... Du wusstest halt auch. Oh, er hat die Führung übernommen. Belastend. 1, 2, 3 Pünktchen noch oben drauf, weil es gab 4 Punkte, denn der Charakter wurde wiederbelebt, ist kein Mensch, denn sie ist eine Banshee. War der letzte Tipp. Ja, sie war ja auch nie ein Mensch. Nee, war ein Elf. Also, ja, war nie ein Mensch. Da ist kein Mensch. Ja, war richtig. Sylvanas Windrunner. Und da kriege ich halt alle Geschwister nicht mehr drauf. Keine ich Ahnung. Auch nicht. Die hießen aber Windrunner mit Nachnamen. Das ist ja richtig. Okay, also, Nummer 13. Boah, es hat knapp hier, ey. Nummer 13. Der Charakter ist adeliger Abstammung. Für Lara, scheiße. Fuck! Lara Croft. Lara fucking Croft. Endlich ist es richtig. Jay hätte da nicht mal schneller sein können. Peter hätte jetzt 1, so 2, vielleicht 3, gewinnt. 4, 5, 6, 7, 8, 9 Punkte oben drauf. Denn der Charakter ist adeliger Abstammung, ist schon um die ganze Welt gereist, hat viele Menschen getötet. Der Vater ist verstorben, ist weiblich. Der zweite Vorname lautet Amelia, wurde in Wimbledon, England geboren, ist Teil einer größeren Videospielreihe, besaß einen Stern auf dem Walk of Fame. Nee, auf dem Walk of Game, Entschuldigung. Walk of Game in San Francisco. Kann sowohl mit Handfeuerwaffen als auch mit Pfeil und Bogen umgehen. Spiel macht keinen Spaß mehr. Ja, Lara Croft ist raus. Ich habe eben kurz mal durchgescrollt und wollte eigentlich sagen, so Lara Croft kommt gar nicht vor und dann stand da plötzlich Lara Croft. Ja.
Ich hatte ein bisschen darauf gehofft, dass du einfach drückst. Naja, schade. Zwei haben wir noch. Ich auch. Geht immer noch darum, ob Peter oder Bram gewinnt. Jetzt kann ich nicht mal Lara Croft sagen. Das ist aber die richtige Charakter. Nee, Lara Croft kommt nicht mehr vor, das kann ich dir sagen. Das ist doch scheiße. Aber ich kann euch sagen, na egal. Nee, machen wir mal nicht. Nummer 14. Also vorletzter. Der Charakter war Militärpilot. 10 Punkte. Ganze Menge. War Militärpilot. Jay. Johnny Sullivan. Heißt der so? Wie meinst du den? Ne? Donny Sullivan ist der Streamer, ne? Ich meinte den Sully von Nathan Drake, den Typen. Okay. Oh, das ist eine sehr gute Antwort tatsächlich, aber falsch. Weißt du, ich mach so gute Antworten. Selbst wenn es Sully gewesen wäre, ich hätte es zählen lassen, obwohl Donny O'Sullivan kein Video ist. Ja, was weiß ich, wie der heißt. Schöne Grüße. Sully, nee. Sully, wie heißt das? Sully so? Ist richtig. Sully heißt ja. Also Mark Wahlberg meinst du. Ja, genau. Ja, meinetwegen. Ja. Nee, aber für 9 Punkte gebe ich dir noch mit, dass der Charakter tätowiert ist. Mhm. Ein ehemals Militärpilot, der tätowiert ist. Kommt, glaube ich, aber im Militär auch relativ häufig vor. Vor allen Dingen so bei dem älteren Schlag. Naja. Nee? Nee. Noch zu vage? Okay, für 8 Punkte. Der Charakter taucht sowohl als spielbarer Charakter als auch als NPC auf. Ist krass. What? 8 Punkte. Okay, Militär. Komm. Ja, dann machst du halt. Okay, komm, hat sich Jay gedacht. Captain Price. Nee. Jetzt ist das bestimmt Soap McTavish oder so eine Scheiße. Ich war mir nicht sicher, ob es vielleicht auch Sachen gibt, die doppelt vorkommen. Zumindest das Spiel Joker aus Mass Effect. Der Pilot. Nee. Oh, yo, ich weiß nicht. Okay, nee. Alter, wenn Call of Duty Head kommt, dann bin ich komplett lost. Keine Ahnung, wie die alle heißen. Ich habe alle wichtigen gerade genannt. Ja, okay, genau, sehr gut. Captain Price, Soap McTavish und... Wurde aber nicht für alle gedrückt. Für 7 Punkte. Also 10, 9, 8. Ja, genau. 7 Punkte sage ich euch noch, dass er starker Konsument von Alkohol und Drogen ist. Deswegen fand ich Captain Price irgendwie ein bisschen lustig. Also okay, so ein abgehalfterter Mofo. Ja, ehemaliger Militärpilot, tätowiert, kannst du spielen, ist aber auch als NPC drin und konsumiert Alkohol und Drogen en masse. Charlie Sheen hat ein eigenes Spiel. Top Gun passt. Top Gun, also oder Hotshots. Ja. Wer weiß. Naja, okay. Alter. Also, 6 Punkte. Jetzt wird's krass. Wer hätte das gedacht? Es ist ein männlicher. Oh, heftig. Warum gibt's eine Frau eigentlich nicht? So, das ist eigentlich schade. Gerade wenn ich mir denjenigen angucke, wen wir hier suchen, fänd ich irgendwie geil, muss ich sagen. Also, ja, männlich bringt auch nicht so viel, deswegen für 5 Punkte noch. Der Charakter hat einen Nachbarn namens Ron. R-O-N. Ron. Harry Potter. Nee, ja. Er wohnt doch nicht neben Ron. Na klar. Das ist richtig. Aber der war nicht Militärpilot. Der ist auch nicht tätowiert. Der hat eher eine Narbe. Ist spielbarer Charakter als auch als NPC. Okay, das würde passen. Fuck, Konsument Alter, von Alkohol und Drogen. Wenn man es sehr weit nimmt mit den ganzen Fläschchen, ja. Aber hier sind schon harte Drogen und Alkohol gemeint. Das ist Mad-Eye Moody, Junge. Männlicher Charakter und hat den Nachbarn namens Ron. Dennis. Ist es jetzt Adam aus Deus Ex? Nee. 4 Punkte gebe ich euch noch. Wenn Jane nicht richtig antwortet. Bitte was? Oh. Trevor. Phillips. Das ist Trevor. Richtig. Ach, der! Oh mein Gott. Aus GTA. Das sind 1, 2, 3, 4, 5 Punkte für Jonathan. Wurde nahe der kanadischen Grenze geboren, hat Angst vor Clowns, lebt in einem Wohnwagen, trägt ein Tattoo mit dem Schriftzug Rip Michael. Ja, Trevor Phillips aus GTA 5. Nice. Aber okay, nice. Ja, da theoretisch kann gekommen. Dennis noch gewinnen, gleichziehen auf jeden Fall, ne, weil er kann ja noch gewinnen. Aber er Lara kann Croft noch gewinnen. Ist raus. Wie soll ich die jetzt Lara Croft ist raus.
Das weiß ich auch nicht. Aber wir kommen zum letzten Charakter. Und für 10 Punkte sage ich euch, der Charakter war ein General. War ein General. Dennis. El Presidente. Nee. Schade. Leider nein, leider gar nicht. Der Charakter war ein General. Aha. Okay. Ja? General ist schon recht hoch im Militär, oder? Ist schon recht hoch, ja. So eigentlich das Höchste, oder? Ich glaube, es gibt nicht mehr ganz so viele oben drüber. Also der Baum wird schon relativ eng. Ich hasse es. Ein Bergfrühling? Ja, General. Ich bin da in den militärischen Dienstgraden aber auch nicht so ganz. Werbung. Ich auch nicht, aber ich glaube, Generäle sind schon so ziemlich der heiße Scheiß. Ja, ich glaube, es gibt vielleicht so 4-5 oder so, würde ich jetzt mal schätzen. Und dann ist es das aber auch. Ich habe keine Ahnung. Ja, Private dann ist das höchste, 9 Punkte sage ich euch. Der Bruder des Charakters wurde verschleppt. Aha. Mhm. Muss er alt sein? Muss nicht alt sein. Ja, du wirst ja nicht als junger Mensch General, oder? Sam Fisher. Nein. Ja, du kannst aber auch mit 46 oder so schon General sein. Bist dann schon alt? Er ist ja alt. In 10 Jahren, Peter. Ja, ich weiß. Ich bin jetzt schon alt. Das stimmt. Was? Ja. Okay, also ein General und der Charakter wurde verschleppt. Für 8 Punkte sage ich euch, dass der Charakter ein Mörder ist. Surprise. Oh, das ist kein guter. Das ist kein guter. Wer fällt einem da so ein? Dennis. Darth Vader. Darth Vader, my favorite Sith, aber leider nicht der gesuchte Charakter. Okay, Bruder wurde verschleppt und der ist... Der ist General. Scheiße. Der war General. Der Charakter, also der Bruder wurde verschleppt. Der Charakter selbst ist ein Mörder. Und für 7 Punkte sage ich noch, der Charakter ist auf einem Rachefeldzug. Boah, ist das der Oberbösewicht dann vom Spiel? Ich glaube, es ist Bowser. Das Genre ist. Ja. War General, der Bruder wurde verschleppt. Er selbst ist ein Mörder und auf einem Rachefeldzug. Ne? Dann 6 Punkte. Ja. Cristiano Ronaldo. Was? So, ne? Okay, dann gebe ich dir direkt den nächsten Tipp mit. Also, ist falsch. 6 Punkte noch. Er tötete seine Eltern. Hat sogar seine Eltern getötet? Was ist denn das für eine Scheiße? Der Charakter tötete seine Eltern. Ist auf einem Rachefeldzug. Kratos. Kratos! 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 Woo! 6 Punkte noch oben drauf für Peter. Oh, belastend. Also noch 1, 2, 3, 4, 5. Das ist richtig belastend, obwohl ich Teil 1 und 2 gespielt habe. Ja. Tötete seine Eltern, ist männlich, wurde versklavt, wurde zum Manliest Man in Videogames gewählt, hat einen Sohn und der Name bedeutet so viel wie Macht oder und Stärke. Wo kam das mit dem Bruder vor? War das nicht im ersten Teil? Kann mich da überhaupt nicht dran erinnern. Wo die das erklären? Oder vielleicht einer der PlayStation Portable Teile. Hier, Ghost of Sparta oder Chains of Olympus war das, ne? Ja. Naja, also es war auf jeden Fall Kratos, deswegen Punkte für Peter. Und wir kommen zu einem Endpunktestand von 34 Punkte für Jonathan, 67 für Dennis Bram und 84 Punkte hat Peter hier mitgenommen. Das guter war eine Fight, starke Nummer. GG. Gute Nummer. Keine Schnitte gehabt gegen euch, das war zu krass. Teilweise war es sehr schwer, muss ich sagen. Teilweise war es sehr schwer. Danke nochmal an Lucylicious für diese Nummer und ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Lasst dafür gerne ein Like da, wenn ihr wollt und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.